der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Der Bus ist weg, ich krieg'n Schreck, kein Taxi, geht ans Überfeld, jetzt trinken sie noch und Koch. Der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Zu Beginn unserer Arbeit sah der Garten noch so aus und wirkte weniger lebendig. Gute Planung und Vorbereitung ist wichtig. In unserem Beispiel haben wir die benötigten Materialien bereits vor Beginn der Arbeiten bereitgestellt. Teichvlies, Teichfolie und Uferbepflanzungsmatten von Heißner sind nur einige Produkte aus dem umfangreichen Heißner-Sortiment für den Wassergarten. Der erste Schritt der Gartenteichplanung ist die Auswahl des Standortes. In unserem Beispiel haben wir eine Stelle im Garten ausgewählt, die gut einsehbar und nicht den ganzen Tag der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Zu Beginn wird die gewünschte Form des Teiches mit einem Gartenschlauch markiert. Dabei kann die Form individuell immer wieder verändert und angepasst werden. Ist die Form des Teiches endgültig festgelegt, wird entlang des ausgelegten Schlauches damit begonnen, die Erde abzutragen. Die Gesamtoberfläche sollte bei mindestens 7 Quadratmeter liegen. Je größer ein Teich wird, umso leichter lässt er sich später im biologischen Gleichgewicht halten. Bei der Ausschachtung werden Pflanzzonen in verschiedenen Tiefen berücksichtigt. Im Randbereich des Teiches wird eine Sumpfzone mit 10 cm Wassertiefe angelegt. Zur Teichmitte hin folgt die 30 cm tiefe Flachwasserzone, in der Schilf und andere Pflanzen ihren Lebensraum finden. Schließlich folgt darauf die Tiefzone mit einer Tiefe von 60 bis 150 cm, in der Teich und Seerosen wachsen werden. Mit Hilfe von Wasserwaage und Latte werden nun das Niveau der Teichränder und die erforderlichen Tiefen der Pflanzzonen überprüft. Dieser Schritt ist sehr wichtig und sollte sorgfältig durchgeführt werden, damit später kein Teichwasser ungewollt an einer tiefer liegenden Stelle verloren geht. Gut, passt. Damit die Folie vor Beschädigungen durch Wurzeln oder spitze Steine geschützt ist, müssen diese sorgfältig entfernt und der Boden geglättet werden. Um den Boden optimal für das Auslegen der Teichfolie vorzubereiten, empfiehlt Heißner den sogenannten Sandwich-Aufbau. Zunächst wird eine Sandschicht ausgearbeitet und darauf das Heißner Teichvlies verlegt. Auf dem Schutzvlies wird dann die Heißner Teichfolie ausgerollt. Mit dem Ausbringen der Sandschicht kann man die verschiedenen Pflanz- und Tiefzonen sehr leicht verändern und modellieren. Empfehlenswert sind unterbrochene Zonen im Sumpfbereich, um zu verhindern, dass sich eine schneller wachsende Pflanzenart im Teich ausbreitet und anderen Pflanzen den Lebensraum streitig macht. Das verrottungsfeste Profitex-Schutzvlies ist nahezu unzerstörbar und schützt die Folie zusätzlich vor Beschädigung durch Wurzeln oder Steine. Der Test beweist, selbst das Einstechen mit einem scharfen oder spitzen Gegenstand kann das Teichvlies nicht beschädigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die genaue Größe der benötigten Teichfolie festzustellen. Erstens, man misst die ausgehobene Grube mit einem ausgelegten Bandmaß. Oder zweitens, man errechnet das Maß der Folie mit folgender Formel. Teichlänge plus 2 mal Teichtiefe plus 60 cm Randzugabe. Und für die Folienbreite? Teichbreite plus 2 mal Teichtiefe und auch hier wieder 60 cm Randzugabe. Der Rand ist nötig, um später die Folie gut befestigen zu können. Die Teichfolie lässt sich leichter verlegen, wenn die Außentemperatur über 15 Grad Celsius liegt. Durch die Wärme wird die Folie flexibel und Falten lassen sich leichter verstecken.
Damit die Folie später keinen Spannungen ausgesetzt wird, sollten Hohlräume darunter schon beim Einlegen vermieden werden. Die Teichfolie wird nun mit einer Überlappung von ca. 30 cm entlang des Randes abgeschnitten. Der überstehende Rand wird eingegraben und somit vor einem Nachrutschen in den Gartenteich gesichert. Mit den Heißnapf-Pflanzmatten und Taschen lassen sich die Teichpflanzen ideal in den Teich einsetzen. Das Gewebe aus Naturfaser lässt sich einfach verlegen und sichert in den ersten Monaten den festen Sitz der Pflanzen. In der Uferzone wird ein spezieller Teichhumus ausgelegt und mit einem Teil der vorher ausgehobenen Muttererde vermischt. Zur Bepflanzung des Teiches sollte der Rat eines Fachmannes eingeholt werden. Sind die Pflanzen eingesetzt, wird eine Schicht Bachkiesel über die Uferzone gegeben, um ein Aufschwimmen der Erde zu verhindern. Die Pflanzen in den Tiefzonen finden perfekten Halt in heißen Pflanzkörben, die in verschiedenen Formen und Größen zur Verfügung stehen. Nun kann die Teichtechnik eingesetzt werden. Heißner bietet ein kompetentes Sortiment für den Wassergarten. In unserem Beispiel verwenden wir einen Teichaußenfilter, eine Umwälzpumpe mit Schaumfontäne, ein Schwimmlicht, eine Wasserspielpumpe mit Teichfigurenanschluss, einen Pumpenvorfilter, einen Unterwasserscheinwerfer und natürlich auch Teichfiguren, die mit ihrem gezielten Strahl Sauerstoff in den Teich bringen werden. Die Handhabung der Heißner Teichtechnik ist kinderleicht und durch das kompatible Zubehörsystem lassen sich alle Anwendungswünsche einfach umsetzen. Besonders im Sommer, wenn sich der Teich an sonnigen Tagen zu sehr erwärmt, sorgen Wasserspiele, Bachläufe, Mini-Wasserfälle und Quellsteine für die lebensnotwendige Sauerstoffzufuhr im Teich. Durch den Einsatz von Teichfiltern, die das Wasser mechanisch, biologisch und naturchemisch klären, werden Giftstoffe gebunden und der Nährstoffhaushalt im Gartenteich reguliert. Richtig eingesetzt verhindern Teichfilter trübes Wasser und beugen dem Algenwuchs vor. Sind alle Teichpumpen, Filter und Scheinwerfer platziert, wird nun zuerst ein Drittel des Wassers eingelassen. Es ist sehr wichtig, dass der Teich zunächst langsam gefüllt wird. Nur so kann sich die Teichfolie unter dem entstehenden Wasserdruck langsam dem Untergrund anpassen. Während des Füllens können die übrigen Pflanzen in die Tief- und Flachwasserzonen eingesetzt werden. Mit einer Schaufel können die Pflanzkörbe bis in die tiefen Stellen leicht abgesetzt und verschoben werden. Ebenso empfiehlt es sich, eventuelle Einstellungen an den Teichpumpen, Reglern und Ventilen durchzuführen, die Pumpen kurz einzuschalten und so die veränderten Einstellungen zu überprüfen. Noch leichter und einfacher lassen sich die Wasserspiele mit der Heißner Funkfernsteuerung stufenlos regulieren. Bis zu 30 Meter weit reicht das Funksignal, mit dem die Pumpen bequem gesteuert werden. In ein bis zwei Jahren wird sich dieser Gartenteich in eine blühende Teichlandschaft verwandelt haben und vielen Lebewesen ein naturgetreues Zuhause bieten. Der Gartenteich wird das Bild Ihres bisherigen Gartens grundlegend verändern. Der erste Schritt der Gartenteichplanung ist die Wahl des Standortes. In unserem Beispiel haben wir eine Stelle im Garten ausgewählt, die gut einsehbar ist und nicht direkt unter Bäumen liegt. Zu Beginn des Einbaus wird das Teichbecken auf die gewünschte Stelle im Garten gelegt, auf der sich der Teich später einfügen soll. Ist die endgültige Position im Garten gefunden, wird das Fertigbecken waagrecht ausgerichtet, sodass mit der Markierung des äußeren Teichrandes begonnen werden kann. Dazu wird mit einem Spaten entlang des Beckenrandes in den Untergrund gestochen. Auf diese Weise wird der Umriss des Teichbeckens markiert und es kann danach mit dem Aushub des Erdreiches begonnen werden.
Wir empfehlen, die Rasenflächen vorsichtig auszustechen und nach Einbau des Fertigbeckens wieder an den Teich anzusetzen. Nach dem Aushub der ca. 15 cm tiefen Uferzone werden mit dem Spaten die Tiefzonen markiert und abgetragen. Das ausgehobene Erdreich kann man später zum Ausgleichen von Unebenheiten im Gelände verwenden oder damit einen kleinen Wall hinter dem Becken modellieren, von dem aus ein Bachlauf oder ein Wasserfall gestaltet wird. Um das Becken nach Anfertigen der Teichgrube waagrecht einsetzen zu können, werden nun mithilfe von Wasserwaage und Latte das Niveau der Teichränder und die erforderliche Teichtiefe überprüft. Die Grube ist passgenau ausgehoben. Dann wird das Teichbecken eingesetzt. Danach noch einmal die richtige Lage des Beckens in Länge und Breite mit der Wasserwaage kontrollieren. Damit später kein Wasser an einer tieferen Stelle austreten kann, müssen alle Teichränder gleich hoch sein. Ist das Becken endgültig waagrecht ausgerichtet, sollte man vorhandene Hohlräume unter und seitlich des Teichbeckens mit Erde füllen. Damit sich das Becken beim nächsten Arbeitsschritt nicht verschieben kann, wird es zu einem Drittel mit Wasser gefüllt. Nun kann mit dem Einschlemmen begonnen werden. Dabei wird feine Erde oder Sand mittels fließenden Wassers in die letzten verbleibenden Hohlräume unter der Beckenschale gespült. Dies muss so lange wiederholt werden, bis sich keine Erde mehr am Rand des Beckens entlang einspülen lässt. Als ideale Ergänzung zum Gartenteich haben wir uns für die Anlage eines Bachlaufes entschieden. Heißner bietet dazu verschiedene Elemente, die modulartig zusammengefügt werden können. Bei der Verlegung wird die erste Schale direkt überlappend an das Teichbecken angesetzt. So arbeitet man vom Teichbecken aufwärts zur Quelle. Dabei ist es notwendig, jede einzelne Schale waagrecht auszurichten und erst im Anschluss die nächste Schale überlappend anzusetzen. Der Aushub der Teichgrube kann hierbei verwendet werden, um den Bachlauf an den Seiten mit Erde anzufüllen und zu befestigen. Der Heißner Spiralschlauch, der den Beginn des Bachlaufs mit der Teichpumpe verbindet, sollte an der obersten Schale mit dicken Natursteinen befestigt und gleichzeitig versteckt werden. Jetzt wird nur noch die Schlauchleitung entlang der Schalen zum Teich geführt und nach Einsetzen der Heißner-Pumpe ist unser Bachlauf auch schon fertig. Heißner Bachlaufschalen sind mit wulstgesicherten Pflanzzonen ausgestattet. Sumpfpflanzen lassen sich darin besonders gut einsetzen und verwandeln den Bach in ein lebendiges Grün. Alternativ zu den gängigen Teichbecken bietet Heißner auch komplette Systemteiche. Diese zeichnen sich durch einen integrierten Mehrkammerfilter aus, der wahlweise bepflanzt oder mit Filtermaterial bestückt werden kann. Die angeschlossene Pumpe fördert dabei das Wasser aus dem Teichbecken in den Filterbereich, der es wieder gefiltert zurückführt. So entsteht ein geschlossener Filterkreislauf. Auf das Schmutzgitter der Filterkammer wird zur biologischen Teichfilterung eine 10 cm dicke Schicht Heißner Lavagranulat gegeben. Zur Nährstoffregulierung und Bindung von Giftstoffen werden zwei Netze mit Zeobactelit in den Teichfilter eingebracht und abschließend mit Kieselsteinen abgedeckt, um die Filtereigenschaften nicht durch UV-Licht zu beeinträchtigen. Um bei den eingesetzten Teichpflanzen das Aufschwimmen der Pflanzerde zu verhindern, werden diese mit Bachkieseln abgedeckt. Heißner bietet eine reichhaltige Auswahl verschiedener Pflanzkorbgrößen und Formen. Für den Betrieb von wasserspeienden Teichfiguren wird ein Schlauch mit dem regelbaren Anschluss der Teichpumpe verbunden. Mittels Adaptern und T-Stücken können auch mehrere Teichfiguren mit einer Pumpe kombiniert werden. Der Gartenteich ist nun fertig angelegt und lädt zum Entspannen und Genießen in einer neu geschaffenen Gartenlandschaft ein.